Welcome to Pokemon Go! Oh mein Gott, das ist ein Dinosaurier-Ei kurz vorm Schlüpfen. Was kann da nur drin sein? Vielleicht Super Mario. Oder SpongeBob. Vielleicht ist aber auch Nemo drin. Oder Mickey Mouse. Nein, da muss der Gryffalo drin sein. Oder da ist ein Schlumpf drin. Nein, Bart Simpson muss da drin stecken. Nein, jetzt weiß ich, da ist Yoda drin. Oder ein Minion. Nein, da ist bestimmt ein Lightning McQueen drin. Nein! Wir liegen ganz falsch. Es ist nämlich ein Pokémon drin. Es ist der kleine Maulwurf Digda. Ja, der kriegt er, nachdem er gefurzt hat, im Loch wieder raus. Das ist das nächste Ei. Wer ist jetzt da drin? Vielleicht ist jetzt Super Mario drin. Nein! Es ist der Magnetilo. Der zieht alle magnetisch an. Ja, da schwebt er. Ist der nicht prachtvoll? Der Magnetilo. Schon wieder ein Ei? Woher kommen die ganzen Eier her? Es schlüpft schon wieder. Oh, es ist ein Dodo. Mit zwei Köpfen. Da quatschen ja beide auf einmal mir die Ohren voll. Ich frag schon gar nicht, von wer dieses Ei herkommt. Hier wird's aber ganz schön eng. Eine Luftschlange. Das ist der Rattan. Aus dem machen wir, formen wir wie ein Luftballon ein Dackel. Ja, das machen wir. Schließlich habe ich heute Geburtstag. Oh, wieder ein Ei. Das ist der Phlegmon. Schweinchen rosa. Hat eine wunderschöne Hello Kitty Farbe. Und ein Affengesicht. Und ein Schwanz wie eine Katze. Und wen haben wir denn hier? Das ist doch das brennende Holzschaukelpferd Bonita Senorita. Jawohl. Hä? Schon wieder ein Ei? Was soll denn das? Woher kommen all die Eier her? Das ist ja Voltoball. Nicht zu verwechseln mit einem Fußball. Guckt aber böse. Uiuiuiui. Ich frag schon gar nicht, von wer dieses Ei herkommt. Diesmal Mario muss da drin sein. Super Mario. Nein. Schon wieder ein Flüchtling aus dem Zoo. Das ist ja das Rehhorn. Hau ab, wieder zurück in den Zoo. Hast ja nichts zu suchen. Hier haben nur Pokémons was zu suchen, keine Tiere. Naja, wieder ein Ei. Ich hab mich schon dran gewöhnt. Oh, Großstein. Ah nee, das ist ein großer Bruder. Das ist Kleinstein. Wieder ein Ei. Ich bin ja gar nicht verwundert. Ich hab's schon erwartet. Und wieder schlüpft es. Tragoso. Mit einer Knochenmaske. Vor dem Hamster habe ich Angst. Mama, halt meine Hand fest. Wieder ein Ei. Geh auf. Knack die Schale. T-Rex, komm raus. Der Shiggy. Alter Kumpel. Die Schildkröte. Ich hab dich schon vermisst. Jetzt kann ich endlich meine Schildkrötensuppe machen. Ich hab schon richtig Hunger. Und da schlüpft das nächste Ei. Wo ist denn die Mama? Hühnchenmama, die muss doch immer in der Nähe sein. Oh, der Sandan. Ziegelsteinmuster auf dem Körper. Und Gold. Wieder ein Ei. Geh auf. Los. Spring die Schale. Ein Ulmen. Die Knofensa. Die pflanzen wir sofort im Garten ein.
oder setzen Unkrautvernichter ein. Diesmal ist ein Küken drin. Es muss diesmal ein Küken drin sein. Küken, komm raus! Oh nein! Ratfratz, der Hamster. Das ist aber eine Ratte. Wieder ein Ei? Ich frag schon gar nicht, von wo das herkommt. Diesmal ein Dino. Kontosaurus. Nein, es ist ein Nidoran-Männchen. Mit einem Hornview. Horn auf dem Kopf. Und riesen Segelohren. Wen haben wir jetzt zu erwarten? Jetzt ist es Shrek. Shrek ist da bestimmt drin. Bluesup, die kleine Bakterie. Naja. Lass mich raten, was gleich kommt. Wieder ein Ei? Das kann doch nicht sein. Diesmal. Wer ist da drin? Ich bin schon ganz gespannt. Klappt die Schale. Ja. Hier das blöde Hornju. Schon beim letzten Mal in meiner Pizza seine Füße abgeputzt. Naja, das nächste Ei. Los, komm raus. Trau dich. Der Habitak. Mit denen habe ich noch eine Feder zu rupfen. Ein Hühnchen zu rupfen. Schon wieder ein Ei. Knack, knack, knack. Tada! Raupi. Der Raupi. Oh, wieder ein Ei. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Ein Taubsi. Taubsi ist taub. Deswegen nennt sich Taubsi. Fragt immer nur, hä? Jetzt ein Brontosaurus. T-Rex. Nein. Oder noch eine andere Dinosaurier. Flugdinosaurier. Oh, ein Subat. Eine Fledermaus. Ah, der wohnt doch bei Batman in der Höhle. Stimmt, da links in der Ecke. Wer kommt denn jetzt? Wahrnehmerische Fähigkeiten setze ich ein. Ich will jetzt Fisch essen. Ah, da ist ja mein Mittagessen, der Carpador. Ja, legen wir ihn sofort auf die Bratpfanne. Und machen uns was Leckeres zu essen. Oder sollen wir was anderes kochen? Ah, wir kochen das, was jetzt im Ei drin ist. Ja, das passt doch gut, ein Entenbraten. Den Enten legen wir auf die Pfanne. Den braten wir doch. Schon lange keine Ente mehr gegessen. Die quietsche Ente braten wir jetzt. Hahaha.